Marie-Louise Beck spricht jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde mich in der Tat freuen, wenn dieser Antrag ein Aufschlag wäre für dieses Haus in dieser Legislaturperiode mit etwas mehr Werf und Engagement. Oh, da muss erst das Gratulieren zu Ende gehen. Da ist noch ein Defilé am Gange. Das nennt man normalerweise Wandelprozession, ne? Ich stoppe mal so lange die Redezeit. Wunderbar. Sehr schön. So, also, Frau Beck, Herr Kollege, bitte. Wenn Sie ab jetzt mit dabei sind, ordentlich Dampf zu machen, dass auch in diesem Haus über Südosteuropa mit mehr Ernsthaftigkeit gestritten wird, bin ich sehr froh darüber. Ich glaube, dass, weil es nicht so wirklich geknallt hat auf dem Balkan, zwar nicht gut lief, aber nicht sichtbar, nicht wirklich die großen Schwierigkeiten da waren, ist doch diese ganze Region ein wenig in den Schatten geraten. Und wir haben nicht wirklich das Verständnis, dass es für uns ein Torso ist, als Europäische Union, wenn Südosteuropa mit dabei ist, sondern es gibt eher mehr die Perspektive, na gut, also wenn Sie sich bemühen, wir wollen Sie etwas unterstützen, damit Sie dazukommen. Wir müssen die Perspektive herumdrehen. Es ist unser Interesse, dass Südosteuropa ein Teil der Europäischen Union ist. Und da sollten wir, und das fehlt mir ein bisschen in dem Antrag, dazu ist er mir ein bisschen zu glatt, liebe Kollegin von der SPD, sollten wir doch etwas auch in die Europäische Union hinein selber schauen, was wir auch für Fehler gemacht haben. Der historische Ursprung für die Europäische Union ist die Überwindung des Nationalismus gewesen. Und dennoch erleben wir, dass der Nationalismus auch heute noch innerhalb von reifen EU-Ländern in einer Weise zum Vorschein kommt, wie man es rational kaum mehr verstehen kann. Ich denke da an den Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien. Wie kann es sein, dass ein reifes EU-Land von Griechenland, das sehr wohl von der EU gut perspektiert und, wie wir gelernt haben, die weitaus höchsten Nettoeinnahmen aus dem EU-Haushalt bekommt, ein kleines Nachbarland wie Mazedonien, vor dem es ja wohl nicht Angst haben muss, dass es von ihnen angegriffen werden könnte, so an der Gurgel hält, damit dieser ganze europäische Vereinigungsstopp da Vorgang zum Stoppen gebracht werden kann. Es ist unglaublich, und weshalb gibt es nicht genug Kraft innerhalb der Europäischen Union, diesen Mitglied Griechenland zu bedeuten, dass diese Art von nationalistischer Politik nicht zum Geist der Europäischen Union gehört. Wir wissen, dass Mazedonien ein fragiles Land ist. Es hat mit inneren Spannungen zu kämpfen, und es war großartig, dass es verhindert werden konnte, dass dort ein heißer Krieg ausgebrochen ist, wie in anderen südosteuropäischen Ländern. Jetzt also muss da endlich deutlicher gesprochen werden. Das gilt auch für Slowenien und Kroatien, den Grenzstreit, den es gab. Wir müssen sehr deutlich machen, Europäische Union bedeutet auch Aufgabe von Souveränität. Wer in die Europäische Union geht, will nicht nur Zugang haben zu Ressourcen und zu Unterstützung, sondern will sich auch diesem europäischen Projekt verpflichten. Und das bedeutet Souveränitätsübertragung. Und das müsste alle diese Konflikte, die als Seminationale unterhalb der Grenze schmoren, müsste die zur Seite schieben, wenn wirklich die Überzeugung da ist, man will zur EU dazugehören als einer Wertegemeinschaft, die sich der Überwindung des Nationalismus verschrieben hat. Das ist die Messlatte, die gelten muss neben dem Acquis für die Länder, die anklopfen bei der EU. Und das muss die Messlatte für uns sein. Wir wollen den Nationalismus überwinden. Wir wissen spätestens noch einmal seit dem zerfallenden Jugoslawien, was für ein unglaubliches Gift und welches Leid Nationalismus über die Menschen auch in einem modernen Europa bringen kann. Also lassen Sie uns darauf beharren, die Überwindung des Nationalismus, das ist das, worum es geht. Und wir sollten uns mit aller Kraft mühen, dass das auch nach Südosteuropa getragen wird, jetzt in dieser nächsten Legislaturperiode von diesem Hause aus. Schönen Dank.
Als nächstes spricht der Kollege Gunter Griechbaum für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir feiern in diesem Jahr 60 Jahre Grundgesetz, 20 Jahre Mauerfall. Und für uns ist das eine pure Selbstverständlichkeit, zu leben in rechtsstaatlichen Verhältnissen, in Frieden und in Demokratie. Aber wir vergessen allzu häufig, dass es keine 20 Jahre her ist, als wir noch in Europa ganz andere Verhältnisse hatten und im Herzen von Europa einen fürchterlichen Krieg, der schließlich im Zerfall eines